Neue Regeln in ganz Südtirol für die Produktion von Strom aus Wasserkraft. Ein Energietisch hat diese neuen Regeln für Konzessionen von mittleren und kleinen hydroelektrischen Wasserableitungen unter 3 Megawatt ausgearbeitet. Diese mittleren und kleinen Kraftwerke produzieren in Südtirol rund 1 Milliarde Kilowattstunden. Das ist ungefähr gleich viel wie ein Atomkraftwerk. Aber gerade diese mittleren Kraftwerke haben eine große strategische Bedeutung für die regionale Versorgung. Deshalb haben wir denen ein öffentliches Interesse zuerkannt. Aber auf der anderen Seite müssen die Betreiber von diesen mittleren Kraftwerken in Zukunft den jeweiligen Gemeinden auch Umweltentgelte entrichten. In Südtirol gibt es 30 große hydroelektrische Wasserableitungen, das heißt Kraftwerke, die mehr als 3000 Kilowattstunden jährlich produzieren. Gemeinsam garantieren sie 5 Milliarden Kilowattstunden im Jahr. Die 146 mittleren Wasserkraftwerke erzeugen rund 806 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Dies entspricht 13,3% der Wasserkraftproduktion in Südtirol. Die 784 Kleinkraftwerke erzeugen hingegen rund 192 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Es gilt, dem gesamten Sektor Planungssicherheit zu geben. Und das haben wir versucht zu machen, indem wir auch zwischen mittleren und kleinen Konzessionen unterschieden haben. Und dabei haben wir den mittleren Konzessionen öffentliches Interesse zugewiesen. Das bedeutet, dass auf der einen Seite die Antragsteller für mittlere Konzessionen die Möglichkeit haben, auf die Enteignung der notwendigen Flächen zu beanspruchen. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich für die Umsetzung ihrer privaten Interessen in der Energieproduktion zusätzlich Umweltkompensationen an die betroffenen Gemeinden zahlen. Damit wird ein Ausgleich geschaffen zwischen privaten und öffentlichen Interessen. Die neue Regelung für die Vergabe von Konzessionen an mittlere und kleinere Ableitungen soll zu einer großen Entbürokratisierung, mehr Transparenz und einer nachhaltigen Nutzung der Wasserkraft führen. Die Neuigkeiten sind die, dass wir in Südtirol einen Energietisch eingerichtet haben, der sich mit stromwirtschaftlichen Fragen auseinandersetzt. Und da sind die Betriebe, die wir in Südtirol haben, vertreten und diskutieren zusammen mit der Verwaltung, mit der zuständigen Verwaltung, die Stromwirtschaft und die stromwirtschaftlichen Leitlinien für die Zukunft. Die neuen Bestimmungen werden nun der Landesregierung unterbreitet und dann von der Gesetzgebungskommission des Landes überprüft. Danach wird der Gesetzentwurf dem Landtag zur Genehmigung vorgelegt.